Ja, herzlich willkommen zum nächsten Video. Diesmal wieder aus meinem Garten hier von nebenan. Und ich habe mir mal überlegt, ob ich mal einfach mal so meine Geschichte erzählen soll, wie das alles mit dem Personal Trainer begann. Ja. Ich kriege dann immer so bei Facebook auch wieder so die Nachrichten, so Lars, was denkst du, welche Lizenzen sind zum Beispiel am besten, um da voranzukommen? Was denkst du ist wichtiger, Bücher oder Lizenz? Und ich denke, wenn ich diese Frage gut beantworten will, ist es auch wichtig zu sagen, was einem den Grund gibt, überhaupt das zu machen, dass man überhaupt auch die Dinge macht, die, sag ich mal, dafür von Bedeutung sein könnten. Ja? Deswegen, ich fange einfach mal an. Ich habe mit dem Sport angefangen, als ich 16 war. Habe mit Wasserflaschen angefangen, mit 1,5 Liter Wasserflaschen und nur einen Arm trainiert. Ja, das heißt, ich habe nur eine Armseite trainiert und ja, habe irgendwann auch mehr gemerkt, so, ey, sieht irgendwie scheiße aus, wenn der nur der rechte Arm größer wird, und dann gesagt, getan, den anderen Arm auch trainiert und dann ging es halt los. Irgendwann habe ich dann auf den Ratschlag eines Kumpels einfach mal die Schultern trainiert, bis ich dann gemerkt habe, hey, das macht ja sogar ziemlich Spaß, wenn man auch andere Dinge trainiert, außer die Arme. Und irgendwann hat sich das immer und immer weiter ausgebaut. Irgendwann kamen die Beine dazu, irgendwann der Rücken, irgendwann die Brust. Also ich habe ja quasi alles zu Hause gemacht, auf dem Teppich. Das heißt, ich hatte nicht mal eine Bank. Ich habe alles auf dem Boden. Das heißt, ich konnte mit den Armen gar nicht richtig weit zurückgehen, sondern einfach nur, sag ich mal, bis auf Horizontalhöhe, auf der Höhe, wo mein Oberkörper eben auch liegt. Ja. Und dann habe ich mich irgendwann, oder hat mir eine Mutter mich irgendwann im Studio angemeldet. Das war im Geismar mal im Progress. Hat meine Mutter anfangs auch eine Menge Geld bezahlt für ein halbes Jahr. Also ich habe quasi das erste Mal einen Vertrag für ein halbes Jahr gemacht. Und dann habe ich da ein Zirkeltraining bekommen. Ja, ich habe das erste Mal den Zirkeltraining oder den Zirkel so hart durchgemacht, dass ich irgendwann so Kreislaufprobleme hatte. Ja. Und dann kam der Trainer und hat halt gesagt, hier Lars, leg deine Beine hoch. Habe ich gemacht. Und ja, dann kaum wurde es wieder besser, habe ich mir gedacht, so, jetzt machst du entweder den Zirkel weiter oder du gehst jetzt rüber und gehst in den Freihantelbereich. So, die Antwort kann man sich dann schon mal denken. Ich bin in den Freihantelbereich rübergegangen und fand das dann so, oh, das hat so Spaß gemacht, die ganzen Sachen auszuprobieren und vor allen Dingen auch die anderen zu sehen, wie die das machen und auch schon deren Resultate zu sehen. Dann dachte ich mir so, boah, so sehe ich mal später aus, wenn ich das mache. Oh, da mache ich alles für. Ja? Und dann habe ich halt den ganzen Park durchgemacht. Ich glaube, ich war 3 Stunden lang, 3 Stunden lang alles ausprobiert bis zum geht nicht mehr. Ja? Also an dem Tag hat das Studio wirklich an mir, haben sich die Geräte gelohnt, sagen wir es mal so. Und dann kam ich irgendwann, ja, wie soll man sagen, so, oder es kam zu dem Zeitpunkt eben so, dass ich halt von anderen Leuten immer noch so ein bisschen, ich sag mal, betreut wurde. Mir wurden oft Ratschläge gegeben und so weiter. Dann bin ich irgendwann immer mit dem Kumpel hingegangen, der hat immer so, oder er war so derjenige, der immer so mehr ausprobiert hat. Ich war da etwas vorsichtig noch, ne, weil ich wusste ja nicht, wofür was ist. Also ich habe zwar die ganzen Geräte ausprobiert, aber sag mal, im ernsteren Sinne habe ich die Geräte nicht richtig benutzt. Ja? Also zielgebend. Ja? Und da habe ich halt schon gemerkt, so, ey, das ist so voll dein Ding. Ich könnte jeden Tag hingehen am liebsten. Und ja, dann waren wir halt eigentlich auch eine lange Zeit fast jeden Tag da. Selbst der Montag, wenn wir schon Leute am Montag in der Schule erlebt haben, wie auf Deutsch gesagt, wie scheiße drauf die waren und wir selber halt wie die glücklichsten Menschen der Welt. Und wir dachten schon, oh geil, heute ist wieder Training, ja. Und sind hingegangen, als wäre das einfach so die Erfüllung, auf die man sein ganzes Leben gewartet hat. Ja. Und dann ging es halt immer so weiter, so weiter. Dann habe ich halt so gemerkt, so, hey, es macht auch mal Spaß, wenn man jemand anderen mal so einen Tipp geben kann. Dass man merkt, hey, man hat ja selbst Wissen, man kann jemandem weiterhelfen, dass der nicht auf der Stelle herumtritt und vor allen Dingen sich so Dinge durchliest, wovon er gar nichts hat oder in Kategorien denkt, die, sage ich mal, gar nicht für sein Ziel in irgendeiner Weise relevant sind. Und dann irgendwann kam halt noch einer dazu, den ich und der besagte Kumpel, dem wir geholfen haben. Ja. Und
es kam immer mehr und mehr Leute. Ja, dann kam immer mehr und mehr so die Sache so, ah, trainiert er schon wieder Beine? Und also ich und also Kumpel und ich waren immer so dafür bekannt, dass wir Beine trainieren. Ja, also dass wir waren so eben dafür bekannt, immer da vor allem den Gas zu geben. Ne? Und in der Umkleide war es halt auch so, dass immer gesagt wurde, boah, ey, hier, sag mal, wenn ihr mal, wenn eure Arme mal so im Verhältnis aussehen würden wie eure Beine, ja, dann sehe wahrscheinlich euer ganzer Körper auch nochmal anders aus. Ne? Also Beintraining war damals bei uns so, also es ist immer noch heute beliebt, aber damals war es noch beliebter. Ja, und ich habe halt immer gemerkt, es macht mir Spaß, den Leuten zu helfen. Ja. Und das ist halt auch vor allem bis heute geblieben. Nur, ich sag mal, mit einer etwas anderen Einstellung, ja, im Bezug auf das Thema Hilfe und so weiter. Da war ich 20, ja, mit 20 bin ich dann außer dem Studium mehr oder weniger rausgeschmissen worden, weil ich mit dem Kumpel einfach zu viel Krach gemacht habe und weil wir halt Kreuz eben so schwer gemacht haben. Und halt die Negative, also eben das Absetzen, ich sag mal, relativ schnell war. Ja? Man kann sich jetzt schon denken, was ich damit meine, dass es halt so ein bisschen gekracht hat. Und das hat halt dem Studio nicht gefallen. Ja? Ich frage mich heute immer noch, warum dann halt so viel Gewicht da liegt und wenn man eben die Ausführung hat und so weiter. Na gut, ist halt ein anderes Thema. Dann habe ich halt immer gemerkt, so, ey, es macht von Tag zu Tag immer mehr Spaß, je mehr man eigenen Erfolg hat, den anderen Leuten eben auch, sag ich mal, zu erklären, wie es halt eben weiter vorangeht. Und dann hat man sich, gut, dann kam eine Verletzungszeit dazu, vom Bankdrücken, ja, wenn man eben auch da zum Beispiel Techniken nicht drauf hatte, die ich überhaupt nicht drauf hatte, ja, und dann hat mich auch keiner so darauf aufmerksam gemacht, hier Lars, deine Technik ist scheiße, hat keiner gesagt. Und dann kam es halt dazu, ja, dass ich eine Verletzung hatte. Ja. Die Kapsel war ausgeleiert bis vorne hin, ist teilweise immer noch so. Und ja, da fragt man sich halt so, was man macht. Dann fängt halt die Ausbildung an und man merkt so auch in der Ausbildung, gerade so wenn man noch so, sag ich mal, in der frühen Jugend ist, so, ja, man ist da unkaputtbar, man kann ja Ausbildung machen, man kann ja noch einen Job als Trainer machen, man kann ja noch da noch Gas geben, man kann auch Pizzataxi fahren, ja. So, und dann kamen irgendwann psychische Probleme dazu, massive Probleme. Das war halt auch so weit, dass mein Körper schon überhaupt nicht mehr wollte. Ja, da kamen solche psychischen Reizungen dazu, die auch an die Organe gingen. Also Herzrhythmusstörungen, Panikattacken, Angststörungen. Dass ich mich halt immer gefragt habe, so, ey, was stimmt nicht mit mir, dass mein Körper mir das alles zeigt? Ja, was habe ich getan, dass mein Körper mir sagt, hier, Lars, bis dahin und nicht weiter? Ja? Und ich habe halt auch schon zu der Zeit mir auch schon im Training, ja, durch den vorangegangenen Fortschritt immer mehr Druck gemacht nach dem Motto, ey, wenn es so weit geht, will ich noch viel weiter kommen. Ja? Und das war halt nicht so gut. Ja? Nach und nach kam es dann immer so, dass mir halt auch Leute gesagt haben, hier Lars, fahr mal zurück, gib mal weniger Gas. Und genau das ist eben so immer noch die hohe Kunst, ja? Mal nicht Gas zu geben. Das ist so eine hohe Kunst, gerade wenn man motiviert ist, ne? Und das schaffen halt auch nur die wenigsten. Wie gesagt, kommen wir mal zum Thema zurück. Es kam halt irgendwann dazu, dass in dieser Verletzungszeit oder als ich diese psychischen Probleme hatte, konnte ich halt mehr Leuten helfen wie vorher. Und gerade auch in der Zeit konnte ich mich halt auch mit Dingen beschäftigen, die mich eben auch schon vorher interessiert haben, wie zum Beispiel Mechanik bei Grundübungen, mehr Anatomie, Biologie, alles drum und dran, dass man halt einfach mehr und mehr in die Materie steigt, mit Thema Ernährung, mit Orthopädie, mit Psychologie, Leistungspsychologie, all mit solchen Dingen, Massage, Übertraining, Verspannung, wie, wo, was, ja, dass man sich in diese ganze Thematik, die irgendwo fürs ganze Thema Training, sag ich mal, relevant ist, ja, dass man einfach da mehr Bescheid weiß, weil wenn man eben dieses Wissen nicht hat, logisch, kann man irgendwann auch nicht, ich sag mal, seinen Kreis erweitern und mehr Leuten helfen, weil eben jeder mit einer anderen Problematik zu einem kommt und man eben da versucht, bestmöglich darauf einzugehen und was eben auch nur dann klappt, wenn man eben das entsprechende Wissen hat, dass man eben auch erstmal gucken kann, hier, ja, was hat denn der überhaupt für Beschwerden, ja, mit was hängen die zusammen, ja? Wenn man eben nicht weiß,
wie ein Gelenk strukturiert ist, ja, also egal welche großen Gelenke, dann kann man sich eben auch nicht, da kann man eben auch nicht einschätzen, was eben zu den Beschwerden führt, ja. Und wie gesagt, dann kamen halt in dieser Zeit sehr viele Leute dazu. Es waren auch, es waren eine Menge Leute, ja. Und auch in dieser Zeit habe ich so eine Menge wieder an Erfahrung dazu bekommen, ja. Und auch da lernt man eben auch Menschen viel besser kennen. Ja, gerade durch die Erfahrung, da lernt man Menschen super kennen. Man kriegt sehr viel erzählt, sehr viel Persönliches, sehr viel Intimes, was man, denke ich mal, sogar aus Freundeskreisen nicht so hören würde wahrscheinlich. Ja? Oder in den wenigsten, sage ich ganz einfach mal. Dann kam es halt dazu, dass ich auch mit YouTube dann irgendwann angefangen habe. Einfach nur so aus der Posaune heraus, ja, ich will mal einfach mal machen. War natürlich damals ein voller Fehlstart, ja, weil wenn man so dachte, so, ja, hey, ich kann mal pauschal jedem helfen und dann macht man so Videos rein, dann werden die natürlich erstmal unheimlich schlecht geratet, ja, unheimlich schlecht. Und man denkt sich so, hä, warum denn, was mache ich falsch? Und na, ich habe da nur erklärt, das ist halt so wieder die Geschichte mit YouTube, ja, man kann halt, es ist genau wie jede andere Sache unheimlich subjektiv. Und dann fragt man sich auch da wieder, hey, was, wieso nicht? Warum klappt das nicht? Und dann kam halt irgendwann, ja, später so, wieder mehr Leute, die gesagt haben, hier Lars, mach das vielleicht mit YouTube erstmal nicht, aber du kannst Leute auch eben so trainieren und das kannst du super. Ja, mach das weiter. Ich hatte, man muss sich vorstellen, als ich früher noch bei meinen Eltern gewohnt habe, hatten wir einen Keller, wo unsere Fahrräder standen und auch da habe ich meine Bank hingemacht, meine Langhantel, die ich mir halt irgendwann angeschafft habe und habe auch da tatsächlich Leute betreut, in meinem eigenen Keller zu Hause. Ja, und da begann das eben alles sehr intensiv zu werden. Ich hatte damals, in meinem Keller hatte ich 5 Leute, die ich betreut habe und da erstmal alles beizubringen an Trainingstechnik und so weiter, das war sehr viel Arbeit, aber war halt auch mit sehr viel Spaß verbunden. Und ja, nach und nach hat man halt auch gesehen, boah, wie die sich entwickelt haben. Und gerade dieser Entwicklungsfortschritt bei den Leuten, die man betreut, ist eben auch das Zeichen, was man eben auch gerne hätte, um zu sehen, ob man eben, sag ich mal, die Kenntnisse hat, die sag ich mal, zu entsprechenden Ergebnissen überhaupt führen. Ne? Es ist halt auch komisch, über das Thema zu reden, weil es ist einfach so viel passiert in der Zeit, dass man erstmal gucken muss hier, was war da alles genau? Auch wenn ich das so erzähle, es ist einfach noch wahrscheinlich viel mehr passiert, was ich einfach gar nicht mehr so weiß oder woran ich mich einfach nicht mehr so gut erinnern kann. Ne? Es waren halt unheimlich viele Leute. Der eine kam mit Ratschlägen, ja hier, wie er Knieschmerzen lindern kann. Der eine kam dazu und hat gefragt, warum er beim Kreuzheben immer nur den unteren Rücken merkt und nie den Hintern und oder wie man den Nacken vergrößern kann, ja, all solche Dinge. Und dann merkt man irgendwann, es macht mir richtig Bock, den Leuten zu helfen, vor allen Dingen, die aus diesen Mythen rauszuholen. Ja, das ist halt immer so ein bisschen so die Kunst, die Leute aus den Mythen rauszuholen.